Guten Tag. Wir möchten hier einen kurzen Einblick geben in Grundlagen und Ideen des konstruktiven Lernens. Der Konstruktivismus bildet die theoretische Basis für die beiden Module Situationsanalyse und Lösungsdesign im neuen Master of Science in Business Administration. Im Zentrum der beiden Module steht jedoch weniger das Thema Business Administration. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Thema Business Design oder der Frage, wie wir zu innovativen neuen Lösungen kommen. Das Bild von Raphael mit dem Titel Die Schule von Athen steht sinnbildlich für unser Motto, nämlich Learning Business by Doing Business. Ähnlich wie die alten Griechen Philosophie anhand von aktuellen Fragen und im Diskurs mit den großen Meistern gelernt haben, gehen unsere Studierenden direkt an reale Probleme heran und erlangen neue Kompetenzen durch Reflexion und den Dialog mit dem Lerncoach. Die Problemstellungen stammen von verschiedenen Wirtschaftspartnern, welche auch in den Lösungsprozess involviert werden. Um den Charakter der für uns interessanten Problemstellungen besser zu verstehen, haben wir auf dieser Portfoliodarstellung verschiedene Typen von Systemen dargestellt. Unten sehen wir Beispiele mit einer kleinen Verhaltensvariabilität. Maschinen sind typischerweise deterministisch. Ihr Verhalten ist in der Regel voraussagbar, auch wenn sie sich, wie im Falle eines Computers, aus vielen Einzelteilen zusammensetzen. Oben sehen wir Systeme, welche stark verhaltensvariabel und deshalb wenig vorhersagbar sind. Die Zahl der Elemente und Beziehungen in einem Team kann zwar durchaus überschaubar sein, trotzdem verhält sich das System nicht deterministisch. Noch komplexer sieht die Situation aus, wenn wir uns das Zusammenspiel in einem Betrieb ansehen oder wenn auch noch die Technik mit ins Spiel kommt. Wir sprechen in diesem Fall von soziotechnischen Systemen. Im Folgenden unterscheiden wir zwischen komplizierten und komplexen Problemsituationen. Komplizierte Probleme beinhalten zwar oft eine große Zahl von Elementen und Beziehungen, lassen sich aber in der Regel mit genügend Aufwand und Fachkenntnissen eindeutig lösen. Komplexe Probleme sind dagegen nicht deterministische Situationen, wo es keine eindeutigen und richtigen Lösungen gibt. Komplexität hat also nicht, wie man gemeinhin denkt, etwas mit der Größe des Problems zu tun. Bereits zwischenmenschliche Probleme können hochkomplex sein. Der entscheidende Unterschied zwischen komplizierten und komplexen Problemen ist die Determiniertheit. Bildlich können wir den Unterschied folgendermaßen charakterisieren. Die Lösung von komplizierten Problemen ist quasi konvergent. Je länger wir über das Problem nachdenken, desto eindeutiger wird der Lösungsansatz. Dagegen ist die Lösung komplexer Probleme divergent. Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr mögliche Lösungsansätze finden wir. Hier gibt es nicht die richtige Lösung, sondern bestenfalls eine adäquate. Der Nobelpreisträger Herbert Simon hat in diesem Zusammenhang den Begriff Satisficing kreiert. Er meint damit, dass wir in komplexen Problemsituationen bestrebt sein müssen, eine Lösung zu finden, welche den Bedürfnissen der beteiligten Anspruchsgruppen genügt. Entsprechend den Problemtypen sind nun unterschiedliche Formen der Problemlösung gefragt. Diese Portfoliodarstellung zeigt drei Stufen der Wissensarbeit. Bei einfacheren Problemen, welche sich routinemäßig lösen lassen, muss ich aus meinem Wissensbestand oder aus Lehrbüchern die richtigen Kenntnisse und Methoden auswählen. Bei komplizierten Problemen muss ich mich darüber hinaus mit Kollegen über geeignete Verfahren und Best Practices austauschen. Im komplexen Fall kann ich schließlich nicht mehr auf bewährtes Wissen zurückgreifen. Hier gilt es, in einem kollektiven Prozess neues Wissen zu generieren. Oder um bei unserer Zweiteilung der Welt in kompliziert und komplex zu bleiben, zum Lösen von komplizierten Problemen braucht es Erfahrungswissen. Hier liegt der Fokus also beim Verwalten und Abrufen von bestehendem, explizitem Wissen.
Dagegen ist im Umgang mit komplexen Problemen stets passendes neues Wissen zu konstruieren. Dies geschieht dadurch, dass man sich aktiv in eine Problemsituation versetzt und idealerweise in einer Gruppe über mögliche Lösungsalternativen reflektiert. Ein zentraler Aspekt sowohl beim Lernen wie auch bei der Problemlösung ist die Frage der Wissenskonstruktion. Lassen Sie mich zunächst ein Beispiel geben. Ein 6-jähriges Kind diskutiert mit seinem Vater darüber, dass die Welt eine Kugel ist. Plötzlich fragt es: Weshalb fallen wir denn nicht runter, wenn wir unten an der Kugel sind? Haben wir eigentlich Magnete an den Füßen? Dies ist eine Situation, wie auch wir Erwachsene sie alltäglich antreffen. Wir können nur dann etwas wahrnehmen oder verarbeiten, wenn wir eine Assoziation zu einem in unserem Kopf vorhandenen Denkmuster herstellen können. Oft haben wir eine gewisse Differenz zwischen Wahrnehmung und Denkmuster. In einer komplexen Situation können wir nie alle Details erfassen. Wir sind auf Abstraktion angewiesen. Das heißt, wir versuchen, wesentliche Elemente der wahrgenommenen Situation herauszuarbeiten. Das neu erworbene Denkmuster ersetzt nun das bisherige Muster im Mustervorrat. Oder anders gesagt, wir haben gelernt bzw. neues Wissen konstruiert. Bekanntlich kommt Lernen aber nur dann zustande, wenn die Differenz zwischen Wahrnehmung und Denkmuster nicht so klein oder nicht so groß ist. Eine kleine Differenz führt zum Déjà-vu-Effekt. Das wahrgenommene Objekt scheint uns hinlänglich bekannt und interessiert uns nicht weiter. Eine große Differenz dagegen führt zum Spanisch-Dorf-Effekt. Wir können keinen Bezug herstellen zu unseren Denkmustern und hängen gedanklich ab. Für die Wissenskonstruktion interessant sind also jene Differenzen oder Widersprüche, die gewisse Spannungen oder sogenannte Perturbationen hervorrufen und so einen Lerneffekt erzeugen. Unsere Denkmuster sind auch die Grundlage für unsere Kommunikation. Im Lexikon finden wir immer noch die folgende Erklärung. Kommunikation heißt Senden und Empfangen von Information. Das ist eine sehr technische Sichtweise. Auf der Basis des lateinischen Ursprungs und der soeben erworbenen Einsichten müssen wir Kommunikation in einem weiten Kontext sehen. Ziel jeglicher Kommunikation sollte es sein, die eigenen Denkmuster auf den Tisch zu legen und zur Diskussion zu stellen. Nach einem Prozess des wechselseitigen Hinterfragens sollten beide Seiten mindestens ein Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen haben. Und bestenfalls haben sich die Denkmuster sogar angeglichen. Wir definieren Kommunikation deshalb neu als das Austauschen und Abgleichen von Denkmustern. Im Innovationsprozess braucht es nicht bloß Wahrnehmung und Kommunikation für das Analysieren der Situation, sondern es ist für das Lösungsdesign auch echte Zusammenarbeit gefragt. Es geht um die Konstruktion von neuem Wissen in einem zielgerichteten, kollektiven Prozess. Für die Unterstützung des Konstruktionsprozesses braucht es einen gemeinsamen Raum und es braucht Artefakte, wie zum Beispiel Zeichnungen oder gegenständliche Modelle, aber auch Gedanken und Ideen, welche in textlicher Form verfügbar gemacht werden. Hier sehen wir eine Reihe von Beispielen von Artefakten. Im Idealfall kreieren wir eine räumliche Situation, wo alle Beteiligten direkt intervenieren können. Falls sich der Prozess über eine gewisse Zeit erstreckt oder wenn die beteiligten Personen räumlich getrennt sind, so ist der Einsatz von elektronischen Plattformen angesagt. Wir verstehen den Problemlösungsprozess als zyklischen Erkenntnisprozess. Ausgehend von einer konkreten Situation geht es zunächst um das Beobachten und Erkunden. Wer sind die Nutzer oder die Betroffenen von meiner Lösung? Haben wir das Problem richtig verstanden? Und haben wir vor allem das richtige Problem verstanden? In einer zweiten, kreativen Phase geht es einerseits darum, aus bestehenden Denkmustern auszubrechen und neue Ideen zu generieren.
werden aber auch die Ergebnisse aus der ersten Phase in einen neuen Kontext gestellt. Während es in den ersten beiden Phasen eher um eine gedankliche Öffnung, um ein divergierendes Denken geht, ist nun in den Phasen 3 und 4 ein Konvergieren auf ein konkretes Zwischenergebnis hingefragt. In der dritten Phase werden die kreativen Ergebnisse zusammengeführt, konkretisiert und kritisch hinterfragt. Damit die Ergebnisse auch kommuniziert werden können, werden sie schließlich in einer vierten Phase in einem Artefakt umgesetzt. Dieser Schritt ist von besonderer Bedeutung für den Beginn des nächsten Zyklus, wenn es nämlich darum geht, die Zwischenergebnisse zusammen mit verschiedenen Stakeholdern zu erkunden und zu überprüfen. Der rote Faden der Lehrveranstaltung wird durch einen Makroprozess sichergestellt. Die zwei Hauptphasen des Vorgehensmodells entsprechen den beiden Modulen Situationsanalyse und Lösungsdesign. Aus der Analyse resultiert ein sogenanntes Lastenheft, welches eine Vorstufe zu einem Pflichtenheft darstellt und die Sicht des Auftraggebers wiedergibt. Das Design führt zu einem groben Konzept der Lösungsidee. Dabei verstehen wir Design im Sinne der englischen Sprache als das bewusste, absichtsvolle und planmäßige Gestalten von Objekten, Systemen oder Strukturen. Mindestens einmal pro Phase im Vorgehensprozess sollte man sich auf die Metaebene begeben und aus der Vogelperspektive einen kritischen Blick auf das methodische Vorgehen werfen. Für die Organisation des Lernprozesses orientieren wir uns ebenfalls am zyklischen Vorgehensmodell und stellen uns entlang der vier Quadranten die folgenden Fragen. Was ist der Gegenstand meiner Erfahrung? Was beobachte ich? Wie reflektiere ich neue Erfahrungen im Lichte meiner bisherigen Erkenntnisse? Wie kann ich aus allfälligen Differenzen neue Erkenntnisse ziehen? Und wie kann ich diese für spätere Zwecke generalisieren? In welcher Form gedenke ich, die gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft auch anzuwenden? Fassen wir zusammen, indem wir den vollzogenen Paradigmenwechsel nochmals charakterisieren. Wir betrachten Lernende nicht als leere Gefäße, welche es abzufüllen gibt, sondern als aktive Lerner, welche ihre eigenen Denkmodelle und Theorien entwickeln. Als Lehrperson sind wir nicht in erster Linie gefragt als Wissensträger, welche ihre Weisheit unter Beweis stellen, sondern eher als Coach und Berater im Lernprozess. Die Lernziele fokussieren nicht so sehr auf Lerninhalte, sondern vor allem auf das aktive und konstruktive Erarbeiten von Konzepten durch die Studierenden. Lehrinhalte haben folglich weniger die Form von Wissensbausteinen als vielmehr die Entwicklung von konkreten Lebensbezügen. Lehrpläne werden nicht in erster Linie durch die Theorie bestimmt, sondern durch die Fragen und Interessen der Studierenden. Als Lehrmittel stehen die praktischen Fragestellungen der Wirtschaftspartner im Vordergrund. Und schließlich, ganz wichtig für den Lernprozess, Fehler sind Ausgangspunkt für neue Erkenntnisse und die Konstruktion von neuen Denkmustern. Die Nützlichkeit des Ansatzes wird auch durch die Aussage von verschiedenen Studierenden untermalt, sie hätten noch nie so intensiv gelernt wie in dieser Lerneinheit. Wir haben die Präsentation mit dem Bild der griechischen Philosophen eröffnet und wir wollen mit einem der wichtigen Erkenntnistheoretiker der Neuzeit schließen. Der Schweizer Jean Piaget hat erkannt, dass Lernen mehr ist als das reine Speichern und Wiedergeben von Informationen. Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess. Das Spezielle an dem von uns gewählten Ansatz ist die Tatsache, dass wir den Lernprozess mit dem Innovationsprozess verbinden. Jede Lösungsentwicklung erfordert einen aktiven Erkenntnisprozess. Ziel unseres Unterrichts ist nicht das Lernen aus der Vergangenheit, sondern das Lernen für die Zukunft. Und wer fähig ist, schneller zu lernen als die Konkurrenz, hat einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil. Thank you.